Servus, liebe Kinderstorter. Schön, dass du heute wieder bei mir reinschaut. Herbstzeit ist auch Kastanienzeit. Und es ist immer lustig zu sehen, dass auch bei älteren Menschen Kastanien einen gewissen Reflex auslösen, nämlich dass man sich bückt, die Kastanie mitnimmt und dann zu Hause vielleicht was draus bastelt. Ja, wir basteln uns heute aus diesen beiden Kastanien. Die eine ist größer, die andere ist kleiner. Einen Eisstöckchen, einen Schaschlikspieß, so Klubschaugen. Ihr könnt auch Konfettis aus dem Locher hernehmen, ein bisschen Leim und einem Multitool, beziehungsweise in dem Fall das leise mein Signal oder einem Taschenmesser uns eine Ente und die geht ratzfatz, ich garantiere es euch. Als erstes fangen wir mal an, die Löcher reinzubohren. Da ist der Kopf von der Ente. So, das verbinden wir dann miteinander. Vorne am Kopf kommt der Schnabel rein. So. Ja, und schon können wir eigentlich loslegen mit dem Ganzen. So. Mit dem Messer schnippeln wir jetzt hier uns den Schnabel weg. Den spitzen wir zu, damit wir da schön reinstecken können. So, mehr brauchen wir nicht. So, das war der Hals, das war der Schnabel. Schaut her, der Schnabel ist schon fertig. So, dann braucht jetzt unsere Ente Augen. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt hier gekaufte Glotzer hernehmen, beziehungsweise ihr macht euch selber welche aus den Konfettis von einem Locher. So, zwei gleich große. Bisschen Leim. So, alles. Und wir sind gleich ratzfatz fertig. Ihr werdet jetzt sehen, wie schnell das Ganze geht. So, da ist jetzt der Schnabel. Hier haben wir ein Auge. So, ihr seht jetzt selber, die Augen halten bereits von unserer Ente. Jetzt machen wir ihr schnell so einen Hals. Da spitzen wir einfach einen Teil von dem Schaschlikspieß hinten und vorne an. So, mehr brauchen wir nicht. Dann einmal hier und zweimal da. So, unsere Ente hat jetzt einen Kopf, aber mir ist jetzt so ganz spontan was eingefallen. Die kriegt jetzt auch ein Schwänzchen von uns spendiert. Und zwar auch nochmal mit Hilfe von unserem Eissteckerl, das übergeblieben ist vom Sommer. Da spitzen wir jetzt das Ganze einfach an, schnitzen es an den her. So, machen hinten nochmal eine kleine Bohrung rein. Und da gehen wir jetzt das Schwanzl rein. So, bitteschön. Ich würde sagen, wir haben doch da eine hübsche Ente fabriziert, oder? Die ist doch richtig schön geworden. So, bitte. Ja, die ging natürlich jetzt sehr leicht. Und ihr seht selber, ihr könnt es zum Beispiel auch variieren, dass ihr Federn dran macht. Oder was immer ihr auch wollt und wie es lustig ist. Also probiert es aus mit den Kindern. Erstmal rausgehen, dann Kastanien sammeln und dann bastelt es was draus. Wie jetzt hier unsere schöne Ente Henriette. Ja, meine Lieben, weitere tolle Bastelideen mit und ohne Kastanien findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut bis dahin. Pfiat, servus, euer